Ja, guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar heute zum Thema Effizienzprojekte vorantreiben. Das Webinar wird durchgeführt vom Kompetenzzentrum Contracting der KEA BW zusammen mit der Energieagentur Sigmaringen und Zukunft Altbau. Es wird ungefähr 90 Minuten dauern, je nachdem, wie viele Fragen Sie haben. Die Fragen stellen Sie bitte im Chat, der ist auf der rechten Seite. Und die Fragen werden dann die Referenten nach ihren Vorträgen beantworten. Das Webinar wird mitgeschnitten. Sie finden das dann später auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich möchte Ihnen noch mal kurz die Agenda vorstellen für heute. Zunächst wird es um das Thema innovative Gebäudekonzepte gehen. Das Thema wird Michael Maurer und Michael Bauer vorstellen und ich werde mich dann ein bisschen noch zum Thema Betriebsführung, Contracting einklinken. Danach kommt Oliver Völksch zu den Themen Förderprogramme. Was gab es jetzt aktuell für Änderungen bei den Förderprogrammen zum Thema Energieeffizienz auf Bundesebene? Und danach referiert Jürgen Henke von Zukunft Altbau zum eWärmeG. Er ist unser Fachmann zu den Fällen, zu den kniffligen Fällen und hat halt viele Lösungen. Okay. Das zum Einstieg. Jetzt darf ich übergeben an Herrn Bauer. Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Michael Bauer von der Energieagentur Sigmaringen. Ja, es freut mich, dass Sie so zahlreich an unserem gemeinsamen Webinar teilnehmen unter dem Titel Effizienzprojekte vorantreiben. Jetzt im ersten Teil unterhalten wir uns dann über ja, alternative Sanierungsformen und im zweiten Teil wird dann mein Kollege, der Herr Maucher von der Kompetenzstelle Energieeffizienz Bodensee Oberschwaben noch über positiv umgesetzte Beispiele referieren. Zuerst einmal ganz kurz über die Energieagentur Sigma. Jetzt haben wir auf dem Bild, hervorragend. Über die Energieagentur Sigmaringen. Uns gibt es mittlerweile seit 12 Jahren. Und wir sind eine Niederlassung der Energieagentur Ravensburg, ein gemeinnütziges Beratungsunternehmen, das in den Landkreisen Sigmaringen, Biberach, Bodensee und Ravensburg tätig ist. Sie sehen also, wir sind ein oberschwäbisches gemeinnütziges Unternehmen, das sich der Energieeffizienz und Energieberatung verpflichtet hat. Wir sind unabhängige Partner von Kommunen und auch von der Wirtschaft und seit neuestem haben wir auch die geförderten Kompetenzstellen zum Land Baden-Württemberg, zum einen für die Wärmenetze, gerade für den Ausbau der Wärmewende, sowie auch das Photovoltaik-Netz bei Bodensee Oberschwaben, das die Photovoltaik als Ziel hat. Die Kompetenzstelle Energieeffizienz wird nachher der Herr Maucher vorstellen. Sie hören mich nicht, sehe ich gerade im Chat. Können mich mehrere so schlecht verstehen oder ist jetzt nur bei Ihnen zweien? Versuchen wir es so jetzt einmal. So. Dann, worüber möchten wir uns heute unterhalten? Zum einen die Entwicklung des energieeffizienten Bauens. Ich habe Ihnen hier jetzt mal eine Grafik mitgebracht. Auf der linken Achse sehen wir den Primärenergiebedarf bzw. den Heizwärmebedarf der Gebäude. Auf der rechten Achse den mittleren U-Wert, also die Qualität, also die energetische Qualität des Gebäudes bezogen auf die Bauteile. Und zuerst hatten sich, ich denke, Sie wissen es alle, 1977 mit der Wärmeschutzverordnung Gedanken um energiesparendes Bauen gemacht. Und dann ging es eben immer weiter, die Wärmeschutzverordnung 82, 95 und dann 2002 die erste Energieeinsparverordnung.
die zum letzten Mal Ende 2013 novelliert wurde. Sie sehen, die Qualität, umso kleiner der U-Wert, desto besser die Qualität, also die Energiequalität des Gebäudes, gehen wir immer weiter nach unten und die Novellierung der Energieeinsparverordnung dürfte dann dieses Jahr noch anstehen. Wir alle kennen sie vielleicht schon unter dem Namen Gebäudeenergiegesetz. Ja, die letzte Novellierung der Energieeinsparverordnung gilt seit Mai 2014 und zum 1. Januar 2016 gab es dann nochmal verschärfte Anforderungen an den Primärenergiebedarf von Neubauten. Und ganz grob gesagt zielt die NF auf zwei Größen ab. Das eine eben die Anforderung an die energetische Qualität der Gebäudehülle, der spezifische Transmissionswärmeverlust und zum anderen die Anforderung an den zulässigen Energiebedarf eines Gebäudes, hier der Jahresprimärenergiebedarf QP. So, das als Grundlage, so sieht das Bauen ja aktuell aus. Ich habe jetzt mal die Folie genannt, mögliche Alternativen zum Status Quo. Ganz konventionell bei größeren Bauprojekten gehen wir so vor, Planung durch einen externen Dritten in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Danach werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Das Ganze wird ausgeschrieben, national, EU-weit, je nach Größe des Projektes. Und anschließend erfolgt dann die Vergabe der Leistungen auch jeweils durch den Auftraggeber. Dann in der Bauphase werden immer wieder Baukontrollen nachher auch durchgeführt und die Abnahme der Leistungen erfolgt dann auch durch den Auftraggeber und der Betrieb des Gebäudes ebenfalls. Strom, Wärme, Wasser und Unterhalt, was dort alles anfällt. Das Ganze wird seit Jahren praktiziert, funktioniert sehr gut. Wir alle sind darin sehr routiniert. Allerdings gibt es auch immer wieder Probleme, die bei den heutigen, ja, doch sehr komplexen Projekten auftreten. Zum einen haben wir eben sehr viele Schnittstellen im Planungs- und Ausführungsprozess. Wir wissen es, verschiedene Gewerke, verschiedene Planer, dann das Dreamteam Planer Bauherr. Ja, nicht immer versteht der Bauherr, was der Planer sagt und der Planer versteht manchmal leider auch nicht so genau, was denn jetzt der Bauherr sagt. Sodass es hier doch ab und zu dann auch mal Missverständnisse untereinander gibt. Dann die klare Definition des gewünschten Endzustandes des Gebäudes. Also jetzt hier mal aus unserer Sicht der Endzustand energetisch betrachtet. Meistens wird eben eine Summe X vorgegeben. Okay, wir haben ein Budget von, nehmen wir es mal, 4 Millionen Euro. Damit möchten wir jetzt ein Verwaltungsgebäude bauen. Ja, dann hat man da nachher nicht so viel Spielraum. Es wird dann die Planungsleistung durchgeführt. Wir sind dann bei einem Zustand mit, ja, jetzt sage ich mal, NF-Standard, kommen wir bei denen 4 Millionen raus. Da tun wir es dann natürlich sehr schwer zu sagen, ja, investiert doch in ein Gebäude KfW 55 Passivhaus. Das gibt dann das Budget einfach nicht her. Also das ist einfach immer nur die Betrachtung der Investitionskosten, die zum Status quo anfallen, aber jetzt nicht wirklich eine Betrachtung der Lebenszykluskosten, wo eben auch der Bau und Betrieb des Gebäudes nachher mit drin ist. Das heißt, das größte Problem, das jetzt innovativen Planern oder auch Generalunternehmern ja auftut, es gibt kaum Spielräume für innovative Gebäudekonzepte. Nicht immer lässt sich ein gutes Gebäude nur mit einer guten Gebäudehülle und ja, nur mittelmäßige Anlagetechnik herstellen. Es geht auch andersrum. Ne? Es gibt genügend Beispiele, Null-Energie-Gebäude, wo funktionieren, die man auch zu kostengünstigen Aufpreisen dann herstellen kann. Und hier jetzt als eine mögliche Alternative zum Status quo, gerade eben die serielle Sanierung von Gebäuden im Wohnbestand. Vielleicht haben Sie schon was drüber gehört, serielle Sanierung, das drückt aus die industrielle Vorfertigung von Fassaden und Dachelementen sowie auch von Anlagenkonfigurationen. Die bezeichnen wir jetzt einfach mal als Versorgungsmodule. Da ist dann zum Beispiel eine Wärmepumpe drin, die nachher die Beheizung des Gebäudes und auch die Warmwasserbereitung in Teilen übernimmt. Dann natürlich zum Ziel, Verkürzung der Sanierungszeit, ganz klar. Durch das, wenn ich industriell vorgefertigte Bauteile habe, kann ich die relativ schnell auf der Baustelle dann montieren. Wir erreichen dadurch eine Kostenreduktion.
Wir haben hochwertigen energetischen Standard nach der Sanierung. Also gerade das Förderprogramm seitens des Landes Baden-Württemberg, das fordert mindestens den KfW 70 Standard für das gesamte Gebäude oder die Anforderung Einzelmaßnahme, wo dann mit energetischen Qualität einzuhalten ist. Das heißt, wir haben hier dann sehr gute Sanierungen, die dann auch dazu beitragen, dass wir den klimaneutralen Gebäudebestand irgendwann hinbekommen. Jetzt hat die Deutsche Energieagentur, DENA, das Projekt Energiesprung initiiert. Das geht sogar noch etwas weiter. Dort wird der Net-Zero-Standard definiert. Das heißt, die fordern sogar bei seriellen Sanierungen, setzen es jetzt gerade um, das Null-Energie-Gebäude. Ja, also das Gebäude produziert genau so viel Energien, wie es auch verbraucht. Förderprogramm seitens des Landes haben wir gerade schon angesprochen. Und hier ist eben so, wenn ich jetzt KfW 55 saniere, ich kann es mit der normalen KfW-Förderung energieeffizient sanieren, eben auch kumulieren, sodass ich dort deutlich höhere Fördermittel auch bekomme. Die Verwaltungsvorschrift zu dem Förderprogramm, die gibt es eigentlich sehr schön wieder als Begriffsbestimmung. Also serielle Sanierung im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift ist die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden unter Verwendung industriell vorgefertigter Fassaden und Dachelemente einschließlich damit verbundener Anlagentechnik sowie deren Montage an bestehende Gebäude. Das ist das, was wir gerade vorhin schon hatten. Und eben die industriell vorgefertigten Elemente weisen dabei einen so hohen Vorfertigungsgrad auf, dass sich im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung der handwerkliche Aufwand vor Ort deutlich reduziert. Ja, und eben durch das erreiche ich die Kostenreduktion und zum anderen reduziere ich auch die Schnittstellen und schaffe so dann ja, Qualitätssicherung dann doch an manchen Stellen auch. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, gerade von dem Projekt Energiesprung. Ihr seht hier auf der linken Seite, die vorgefertigten Elemente werden mit dem Kran nachher ans Gebäude geliefert und die rechte Seite des Bildes zeigt dann, wie dieses vorgefertigte Fassadeelement einfach an die bestehende Fassade nachher angebracht bzw. integriert wird. Ja, das heißt, das Ziel ist es, die Industrialisierung des Sanierungsprozesses hinzubekommen. Hier jetzt nur ganz grob mal zusammengefasst, wie läuft das Ganze ab? Zuerst erstellt man einen 3D-Scan vom Gebäude, um sämtliches aufzunehmen. Daraus entwickelt man dann ein CAD-Modell. Dann habe ich sämtliche Maße. Über dieses Modell projektiere ich dann meine Bauteile, die ich brauche, sei es jetzt die Fassadenelemente, die Dachelemente und auch das Versorgungsmodul. Danach beginnt die Vorfertigung im industriellen Stil in großen Werkhallen. Anschließend erfolgt die Montage direkt an der Baustelle innerhalb von kürzester Zeit. Und jetzt hier noch bei dem, das ist jetzt das Energiesprung wieder, das Null-Energie-Gebäude heißt, wir haben nachher auch noch ein Monitoring, ob denn die erzielten Einsparungen auch erreicht werden, die vorher mal prognostiziert waren. So, das wäre jetzt die Möglichkeit, kostengünstig, relativ schnell bestehenden Wohnraum, gerade in den Städten oder auch in den Ballungszentren, zu sanieren. Wenn man den Wohnraum oder Wohngebäudebereich jetzt mal verlassen, gehen eher hin zum Nichtwohnbereich, habe ich Ihnen jetzt hier mal noch die öffentlich-private Partnerschaft, sogenannte ÖPP-Modelle, mitgebracht. Und zwar, das ist eine alternative Beschaffungsform, ganz anders wie jetzt der klassische Bau, und die regelt eine langfristig vertragliche Zusammenarbeit zwischen einem öffentlichen Auftraggeber, beispielsweise im Landkreis, und einem privaten Auftragnehmer, Projektentwickler, Generalunternehmer, wie auch immer. Das Ganze wird durchgeführt beispielsweise im Hochbau, Schulen, Verwaltungsgebäude, Flughäfen. Im Tiefbau, dort wird es für Verkehrswege genommen. Und es gibt verschiedene Modelle, die am Markt verfügbar sind. Sei es, ob es nur Bauplanung ist oder ob es dann auch noch Betrieb ist, wie die Eigentumsverhältnisse geregelt sind. Da gibt es eine Unzahl an Modellen. Ich habe Ihnen hier jetzt als Beispiel mal das Inhabermodell mitgebracht. Das heißt, der Auftragnehmer übernimmt Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb des Gebäudes. Das Objekt befindet sich dabei im Eigentum und der Nutzung des Auftraggebers. Also eben sehr interessant für die öffentliche Hand. Und es erfolgt nachher eine regelmäßige Entgeltzahlung vom Auftraggeber an den Auftragnehmer, die eben ganz am Anfang in diesem ÖPP-Vertrag
dann festgelegt wurde. Ich habe Ihnen jetzt das Projekt mitgebracht, Neubau eines Schulkomplexes. Die Zielsetzung war ein effizienter Neubau. Da wollte ich noch genau festlegen, welche Technologie denn jetzt das Richtige ist zur Energieversorgung. Deswegen wollten wir eigentlich Technologieoffer ausschreiben. Es sollte langfristig eine Kostenentlastung des Haushaltes mit sich bringen und die Entlastung von Personal für Plan, Bau und Betrieb des Gebäudes. Wir allen kennen es, Personalknappheit, die wir doch immer wieder haben. Und so war eben das Ziel, wir möchten das Ganze etwas entlasten. Und hier hat sich jetzt eben die Frage gestellt, wie sollen wir denn hier vorgehen? Eine konventionelle Beschaffung oder ein ÖPP-Beschaffungsmodell? Und daraufhin wurde dann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt bis zum Jahr 2050. Also das Gebäude soll im Jahr 2025 errichtet sein und wird dann bis zum Jahr 2050 betrieben. Und hier kam dann dabei raus, also das ÖPP-Beschaffungsmodell über die komplette Nutzungszeit hat es 10% weniger Kosten als die konventionelle Beschaffung. Wie sieht das Ganze aus bei einer konventionellen Beschaffung? Wir haben jetzt hier in der Mitte den Auftraggeber. So, der übernimmt die Finanzierung, der übernimmt auch den Betrieb und es erfolgt im Normalfall eine gewerkeweise Einzelvergabe, zum einen für die Planung, dann für den Bau des Gebäudes und dann die Instandhaltung und der Gebäudebetrieb. Beim ÖPP-Beschaffungsmodell sieht es hier etwas anders aus. Oben wird der Auftraggeber, der eben die Langfristfinanzierung übernimmt, über die Entgeltzahlung nachher, der den Schulbetrieb übernimmt und nur in geringen Teilen auch den Gebäudebetrieb. Hier wird eben am Anfang vom Projekt über den ÖPP-Projektvertrag nachher sämtliches geregelt. Das heißt, der ÖPP-Projektpartner ist jetzt zuständig für Planung, Bau, Instandhaltung und auch für den Gebäudebetrieb in ausgewählten Bereichen. Also gerade Energieversorgung, Wärme, Strom, dass die Effizienzkennzahlen, die der Auftraggeber letztendlich auch fordert, nachher eingehalten werden. Das soll jetzt einfach mal in kurzen Zügen gewesen sein, zwei alternative Denkansätze, wie man denn konventionelle Sanierungsmaßnahmen auch durchführen könnte. Und dann würde ich jetzt an meinen Kollegen, den Herrn Maucher, weitergeben. So, in dem Fall übernehme ich gleich den nächsten Teil und würde jetzt einfach im Teil 2 vom ersten Vortrag auf das Thema eingehen. Was kann man denn alles sinnvollerweise machen? Was gehört zum ganzheitlichen Konzept eigentlich mit dazu? Und bringe es da einfach mal ein paar Praxisbeispiele, dass wir danach wissen, wenn wir die Forderungen sehen, wie man das Ganze entsprechend unterbringen kann. Jetzt mal ein Beispiel, das ist auch real so umgesetzt worden. In dem Fall Neubau vom Elektromarkt mit Elektro-Großhandel, wo sie mit haben. Da war auch das Ziel, was kann man denn alles hinbekommen, wie kann man intelligent verschiedene Anforderungen gemeinsam nutzen und wie kann, sagen wir, dann das Gesamtkonzept aussehen. Ich sehe jetzt hier exemplarisch den Neubau vom Export Kessler hier. Wichtig wieder, sehr gute Hülle zu machen, als Grundvoraussetzung, um einfach der Energiebedarf schon mal in Grenzen zu halten. Aber dann eben auch ein ganz wichtiges Thema war hier noch einfach gemeinsam die Wärmepumpe, die ich zum Heizen im Winterhalbjahr brauche, eben auch parallel dazu auch im Sommerhalbjahr zu finden, um einfach auch den Raum entsprechend zu kühlen. Das heißt, der Kombination aus Wärmepumpe-Kältemaschine, die als reversible Anlage eben wirklich dann beide Funktionen durchführen konnte, natürlich entsprechend passend ergänzt um das Thema Photovoltaikanlage, bedarfsgerecht ausgelegt und auch wurde, wir haben ja bei allen Forderungen immer das Problem, gute Hülle plus möglichst geringer Primärenergiebedarf. Da kann ich hier in dem Fall die PV-Anlage relativ große Anteil mit dazu beitragen. Wie es dann real aussieht, und zwar schön ist, das Gebäude gibt es schon ein paar Jahre. Man kann eben auch dann mit den realen Ergebnissen tatsächlich rechnen, was erreicht worden ist. Da war in dem Fall die Empfehlung, passend zum Bedarf, eben eine Anlage mit rund 100 Kilowatt Peak drauf zu machen. Reale Ergebnisse dann auch nach dem ersten Betriebsjahr. 70% vom erzeugten Strom konnten tatsächlich in Echtzeit im Gebäude verbraucht worden. Und wenn man dann sieht, dass der real erreichte Autarkiegrad von 40% oder sogar etwas mehr erreicht wurde,
heißt einfach sagen, für alle Energien, die Sie brauchen, fürs Heizen, fürs Kühlen, fürs Lüften, fürs Beleuchten, für Serveranlagen etc., sind einfach 40% der Kosten über 20 Jahre eingefroren. Das heißt, war in dem Fall nicht nur zinsgünstige Maßnahmen mit der KfW gefordert, sondern auch eine Maßnahme, die nachhaltig hier zu entsprechenden Kostenersparnis und zwar über 20 Jahre mitgeführt hat. Andere Sache, die zur ganzheitlichen Idee mit dazugehören, war in dem Fall eher eine kleinere Maßnahme, aber auch solche Gedanken sollte man sich am Anfang einfach machen. In dem Fall ging es ums Thema Kühlzelle einzubauen im Bereich Tiefkühl mit minus 18 Grad und auch mit 4 Grad in einer Bäckerei. Man sieht hier unten schon am Beispiel, wo man dabei ist, dass man hier unten in dem Fall zwischendrin diese minus 18 Grad hat. Das heißt, immer wenn ich die Türe aufmache von den 18 Grad Tiefkühlkälte in die 4 Grad Geschichte, wird die Wärme nicht komplett verloren sein, sondern einfach sagen, die minus 18 Grad wurden dann im etwas kälteren Bereich, die minus oder 4 Grad, wo wir haben, immer noch als Energie genutzt. Das heißt aber eine Effizienz nur durch entsprechende Umsetzung in der Planung, in der Ausführung, die zur Effizienzsteigerung und bessere Betriebsweise führen können. Ein weiteres Beispiel, in dem Fall auch hier Doppelnutzung, nämlich das Thema auch Beleuchtungstausch im Bereich der Tiefkühlbereiche. Das war ein großes Kühllager, wo wir gehabt haben. Wenn man sieht, allein die Einsparung an Strom, in dem Fall rund 35.000 Kilowattstunden pro Jahr, haben in dem Fall doppelten Effekt, weil es eben im Kühlbereich ist, muss ich auch den Strom, den ich reinstecke, zwangsweise auch wieder als Wärme aus dem Kühlbereich abführen. Das heißt, sagen wir, ich habe neben der Einsparung an Strom und bessere Ausleuchtung, die ich hinbekommen habe, auch tatsächlich den Vorteil gehabt, dass aber auch diese Kühlleistung, die ich bisher reingesteckt habe, auch nochmal deutlich um rund 10.000 Kilowattstunde reduzieren konnte. Ein weiteres Beispiel generell eben auch der Austausch von Beleuchtung. Auch da muss man sagen, da haben wir in viele Bereiche noch viele Altanlagen, wo auf alle Fälle ein Austausch sich wirklich auch darstellen lässt. Auch da gibt es ja von der KfW entsprechende gute Programme. Also auch da einfach versuchen, wo Potenziale sind, die auch noch mit zu heben. Andere Geschichte, in dem Fall war es auch dann ein Neubau von einer Lagerhalle, die anführungszeichen beheizt werden sollte. Da war auch die Frage, was kann man denn machen? Ursprünglich war geplant, ein Gasbrennwertgerät einzubauen, um die Lagerhalle frostfrei zu halten. Da haben wir gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Ihr habt doch Anführungszeichen bei euch aus der Kompressorabwärme, die ganzjährig vorhanden ist, entsprechend doch ganzjährig Wärme zur Verfügung. Das wurde dann auch entsprechend so umgesetzt. Man hat auf diese Gasanlage verzichtet, musste eine Straße kreuzen, 10 Meter Leitung verlegen und heizt anführungszeichen das Lagergebäude jetzt mit der Abwärme aus diesem Kompressor. Wir waren mal dran, draußen ungefähr minus 10 Grad. Da drin in der Lagerhalle war dann trotzdem noch Temperatur von irgendwo 16 Grad zur Verfügung. Das heißt, selbst im tiefsten Winter reicht die Abwärme locker aus, um das Gebäude mit zu beheizen. Also man sieht, da sind oft auch viele Potenziale dabei, wo man vorhandene Energie, die da ist, auch dann nutzen kann. Auch wo der Vorteil, diese Energie ist zu 100% erneuerbar, Abwärme und wird einmal auch in der Bilanz dann bei der KfW und aber im NF-Nachweis entsprechend mit einem relativ geringen Primärenergiefaktor dann auch beaufschlagt. Und dann wäre ich da das Bereich mit den schönen Beispielen durch und da wollte ich in der Fall jetzt weitergeben an Frau Stein. Ja, herzlichen Dank. Ich mache kurz weiter. Und zwar möchte ich noch eine Sonderform vorstellen. ÖPP wurde ja schon mal vom Herrn Bauer angesprochen. Ich möchte noch kurz auf das Contracting eingehen. Hier erstmal Bezugnahme auf die EU-Gebäuderichtlinie. Im Artikel 14 steht unter anderem, dass eben die Gebäudeautomatisierung mehr zu beachten ist, um eben den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen. Die Frage ist, wer macht das? Wer macht das wirklich? Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie in die Liegenschaften gehen, wo läuft das? Ja, und deshalb, wie läuft klassisch so ein Sanierungsprojekt? Das heißt, man hat die Planung, dann geht es in die Implementierung der entsprechenden Maßnahmen, zusätzlich natürlich die Finanzierung und es gibt im besten Fall noch einen Wartungsvertrag, aber Monitoring läuft doch, wenn wir ehrlich sind, in den wenigsten Liegenschaften. Und was hat das zur Folge? Energieeffizienz heißt eben nicht nur, dass neue Anlagen eingebaut werden,
sondern dass bei neuen Anlagen doch auch die Energiekosten steigen können, weil sie eben nicht einreguliert sind. Das ist der Punkt und deshalb gibt es eben dieses Effizienzmodell Contracting. Das heißt, beim Contracting ist ein Effizienzdienstleister, der die gesamte Planung übernimmt, die Finanzierung, die Installation und die Wartung und aber auch das Monitoring. Und das heißt, in diesem Fall ist es so, dass die Effizienzrunde also verbessert wird und sogar eine Effizienzgarantie ausgesprochen wird. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel vorstellen, und zwar in Oberndorf im Schwarzwald. Da hatten wir ein Projekt zum Energiesparcontracting. Sie sehen hier die Maßnahmen. Der Contractor hat ein Gebäudemanagementsystem etabliert und ein kleines Nahwärmenetz aufgebaut mit einem BHKW für die Grundlast, Biomassekessel für die Mittellast und Spitzenlastkessel, verschiedenste Lüftungsanlagen erneuert, Beleuchtungsanlagen, Thermostate und auch ein bisschen Dämmmaßnahmen durchgeführt. Das heißt, in Summe waren wir bei 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten. Die jährlichen Einsparungen lagen bei rund 216.000 Euro, Entschuldigung. Und die Einsparungen haben eben dann über die 12 Jahre die Kosten gedeckt. Das ist so ein klassisches Projekt des Energiesparcontractings in vielen Kommunen, aber eben auch in anderen Bereichen wird das angewandt. Sie finden viele Beispiele auf unserer Website unter www.kea-bw.de. Ja, das war jetzt ein Beispiel für das Energiesparcontracting. Hier sehen Sie, es gibt viele, viele Formen des Contractings, passend zu jedem Projekt. Und deshalb kann man da wirklich auch schauen, wer ist Anbieter, wie kann ich finanzieren, welche Maßnahmen können umgesetzt werden und auf der Basis das passende Modell entsprechend zusammenstellen. Wir von der KEA, vom Kompetenzzentrum Contracting, würden Sie dabei unterstützen, wenn Sie konkret Contracting-Projekte vorwärts bringen wollen. Sie sehen hier die verschiedenen Angebote, die wir online haben, beziehungsweise eben auch virtuell. Explizit möchte ich darauf hinweisen, dass wir am 28. Mai unseren Contracting-Kongress dann virtuell auch abhalten. Da können Sie sich gern anmelden. Das war es soweit von meiner Seite. Ich habe jetzt als Frage notiert an den Herrn Bauer. Der Herr Mielert hatte im Chat geschrieben, dass der Bundesrechnungshof vor ÖPP warnt und gefragt, ob denn ÖPP für alle Größen geeignet ist, beziehungsweise die Warnung, für welche Größen das denn so der Fall ist. Vielleicht, Herr Bauer, können Sie da kurz darauf antworten. Und zwar ist so, ÖPP-Projekten, das ist durchaus wichtig, gerade bei größeren Projekten wie Flughäfen, größeren Straßenbaumaßnahmen, da war das Problem, wenn nachher der private Partner eben eine Insolvenz anmeldet, dann bleiben sie drauf sitzen. Deshalb warnt der Bundesrechnungshof davor grundsätzlich. Wir sagen jetzt auch bei den kleinen Projekten, da gibt es eine spezielle Gesellschaft, wo die Kommunen nachher immer Mitgesellschafter werden, sodass das Risiko hier relativ gering ist. Also wir reden hier jetzt nicht über ein 250-Millionen-Projekt, sondern ja im einstelligen Millionenbereich. Und dort ist das Risiko über Versicherungen dann doch abdeckbar. Okay, herzlichen Dank. Ja, ich denke, weitere Fragen sind jetzt nicht aufgetaucht, so wenn ich das richtig überblicke. Kurz, die Folien werden zur Verfügung gestellt, die laden wir online, den Link bekommen Sie. Genau. Also dann würde ich jetzt gerne überleiten zum Herrn Völksch. Er erzählt uns jetzt über den aktuellen Stand der Förderprogramme auf Bundesebene. Ja, Herr Völksch, bitte schalten Sie sich jetzt hinzu. Das ist im Moment wirklich gerade schwierig. Herr Völschmann versteht Sie aber sehr gut jetzt. Jetzt bin ich zu verstehen?
Ja, jetzt ist es gut. Oh, es tut mir wirklich leid. Jetzt habe ich dreimal rein und raus und mich nochmal neu angemeldet. Ich habe jetzt eigentlich nichts anderes gemacht als das, was ich vorher gemacht habe. Es tut mir leid. Also, ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen zu meinem Teil jetzt. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, um die 2 Minuten wieder einzuholen. Wer bezahlt das Förderprogramme für Effizienzmaßnahmen überblicken? Und das Thema Förderprogramm, muss man ganz klar sagen, ist ein sehr umfangreiches. Werde ich gleich ein Beispiel dafür zeigen. Und von daher kann man das in der Dreiviertelstunde wahrscheinlich auch nicht alles abhandeln. Aber ich hangel mich jetzt mal an den wichtigsten Programmen entsprechend fest. Mein Name ist Oliver Völksch, ich bin Energieeffizienzexperte von der Ausbildung her Bauingenieur und bin auch hier im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, seit mittlerweile ja fast 20 Jahren Energieberater der Verbraucherzentrale und hatte das außerordentliche Glück, jetzt seit 13 Jahren, seit 2007 ein sogenannter externer technischer Sachverständiger bei der KfW zu sein. Bin Mitglied im Deutschen Energieberaternetzwerk und da auch als Referent für die Dehn-Akademie aktiv, habe mit dem Rainer Feldmann auch so eine kleine Marke gegründet, Fit für die KfW. Und da sind wir zusammen unterwegs und haben wahrscheinlich schon viele tausend Energieeffizienzexperten über die letzten Jahre geschult. Von daher sind wir da auch, was das Thema Förderung ist, betrifft, ein bisschen natürlich im Thema drin, insbesondere was die KfW-Förderung und deren technische Mindestanforderungen betrifft. Ja, das Thema Energiewende, natürlich ein politischer Auftrag seit 2010, seit dem Energiekonzept der Bundesregierung und Meseberger Beschlüsse damals. Und jetzt hat es natürlich Fahrt aufgenommen durch das Klima, durch das Klimaschutzkonzept bis 2030, sodass neben dem Greta-Effekt, kann man sagen, über die letzten Jahre es jetzt natürlich politisch auch vorangeht. Und damit heißt es natürlich nicht nur, dass Anforderungen geschaffen werden durch zukünftig vielleicht auch das Gebäudeenergiegesetz, sondern dass natürlich auch die Förderung ziemlich aufgebohrt wurde seit Anfang des Jahres, seit Januar 2020. Und im Grunde ist es genau das, das Ordnungsrecht und die finanzielle Unterstützung, das sind eigentlich die großen Säulen der Politik, um die Energieeinsparung im Gebäudebereich voranzubringen. Ja, im Moment haben wir das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung, das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, EEG. Und zukünftig soll es dann eben so sein, dass das Gebäudeenergiegesetz, das GEG, tatsächlich die NF und das ENEG und die und das Erneuerbare Wärmegesetz, Erneuerbaren Energien-Wärmegesetz ablösen wird. Und dazu hat 33 Monate nach dem ersten Entwurf sozusagen im Jahr 2017, im letzten Herbst, das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Moment, sage ich mal, im Bundestag ist. Und es gab auch im Prinzip hier schon Verbändeanhörungen. Es sind im Grunde 2 zentrale Anliegen, die mit dem Gebäudeenergiegesetz umgesetzt werden sollen. Das ist eben die Zusammenführung der Energieeinsparverordnung und des Wärmegesetzes. Eins ist allerdings klar, für alle diejenigen, die Effizienzhäuser rechnen, die Nachweise nach Energieeinsparverordnung rechnen, da wird nicht allzu viel sich ändern. Ja, da wird softwaremäßig wahrscheinlich überhaupt nicht merken. Es ist weiterhin so, wir rechnen Primärenergiebedarf, wir rechnen einen Transmissionswärmeverlust. Wir weisen anteilig die Nutzung erneuerbarer Energien nach. Es wird allerdings so sein, solange die Koalition besteht und das Gebäudeenergiegesetz unter dieser Koalition auch verabschiedet wird, ist kein Anforderungsniveau für Neubauten vorgesehen. Frühestens 2023 werden die energetischen Standards gemäß Klimaschutzprogramm neu überdacht oder neu diskutiert. Aber was ist schon der Neubau, wenn man sieht, was für eine Mammutaufgabe natürlich in der Altbausanierung noch ansteht? Ja, also von daher, das Gebäudeenergiegesetz wird nicht ohne weiteres uns sozusagen den klimaneutralen Gebäudebestand bringen. Hier geht es tatsächlich darum, finanziell zu unterstützen, Anreiz zu schaffen, um Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Ich habe jetzt mal das Ganze beschränkt auf die BAFA-Förderung und auf die KfW-Förderung und das natürlich seit geändert zum Januar 2020. Ich habe
Die Woche noch mal was gemacht, und zwar bei Förderdata, eigentlich einer sehr, sehr umfangreichen Fördermitteldatenbank, einfach mal geschaut, was bleibt denn hier an Fördermitteln oder wie viel Fördermittel gibt es denn für eine bestimmte Immobilie, ein, zwei Familienhaus, was in Sigmaringen steht. Und da wird am Anfang schon gesagt, wir haben im Prinzip 6.000 Förderprogramme deutschlandweit, ja. Also das heißt, das ist natürlich so, 6.000 Förderprogramme für Wohn-, Nichtwohngebäude, für Neubau, für Sanierung, für erneuerbare Energien, da kann man tatsächlich noch von einem gewissen Förderdschungel entsprechend reden an dieser Stelle. Und alleine für dieses Objekt, wenn ich dann zwar nach Postleitzahl recherchiert, aber im Prinzip eigentlich alles, ja, Wärmeschutz, Heizung, regenerative Energien und so weiter angeklickt habe, dann kamen 30 bundesweite Programme und 10 Landesprogramme und natürlich hier auch noch kommunale und Energieversorgerprogramme. Also von daher heißt es immer, so eine Fördermitteldatenbank anwerfen, wenn man zum konkreten Projekt berät. Das kann dann wirklich von Kommune zu Kommune, von Landkreis zu Landkreis unterschiedliche Förderprogramme geben. Das ist einfach wichtig an der Stelle. Ja, wenn wir die KfW-Förderung anschauen, und das ist eigentlich Neubauförderung, Bestandsförderung im Wohngebäudebereich, das haben wir so seit 2001, seit Anbeginn des Gebäudesanierungsprogramms, und damals hieß es noch ökologisch bauen, irgendwann 2007 hieß es dann energieeffizient bauen, energieeffizient sanieren. Da haben wir einen Kredit im energieeffizient bauen und im Prinzip einen Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss bei energieeffizient sanieren. So, weiterhin ist es so, ein reines Kreditprogramm in energieeffizient bauen mit Tilgungszuschuss und ein reines Kredit- oder Zuschussprogramm in energieeffizient sanieren mit entsprechenden Tilgungszuschüssen. Wir haben auch altersgerecht umbauen, wir haben einen Ergänzungskredit für denjenigen oder diejenige, die eine BAFA-Förderung in Anspruch nimmt und im Grunde dann auch noch ein Darlehen haben möchte. Alle Programme sind miteinander kombinierbar seitens der KfW, aber da muss dann entsprechend auch immer die Bank mitspielen an der Stelle. Gut, was sind wohnwirtschaftliche Immobilien im Sinne der KfW? Das wäre vielleicht nochmal wichtig zu klären. Also wir haben ja sowohl auch energieeffizient bauen und sanieren für Nichtwohngebäude, aber ich halte mich jetzt hier mal an den Wohngebäuden entsprechend fest. Es sind natürlich die normalen Gebäude, Wohngebäude, ein, zwei Mehrfamilienhäuser, es sind Eigentumswohnungen, Eigentümergemeinschaften, es sind die Heime, wie sie in der NF definiert sind, das heißt Altenheime, Wohnheime, Studentenwohnheime, Pflegeheime, es können wohnwirtschaftliche Teile von Nichtwohngebäuden sein, zum Beispiel die Hausmeisterwohnung in einer Schule, und wenn Nichtwohngebäude umgewidmet werden zu Wohngebäuden, dann sind auch die im Rahmen der wohnwirtschaftlichen Förderung mit Fördermitteln entsprechend belegt. Und interessant ist vielleicht nochmal, dass die KfW sämtliche Gebäude, und das seit 2016, als förderwürdige Wohnimmobilien, als förderwürdige Sanierungsimmobilien einstuft, die älter sind als 2002, das heißt, die älter sind als Bauantrag nach Energieeinsparverordnung. Also alles das, was nach Wärmeschutzverordnung im Grunde beantragt wurde an Gebäuden, das ist eine förderwürdige Sanierungsimmobilie. Ja, und die sind dann vielleicht noch nicht mal 20 Jahre alt, diese Gebäude. Und da geht es natürlich dann eher darum, wahrscheinlich die Anlagentechnik zu sanieren und nicht unbedingt die Hülle an der Stelle. Aber vielleicht rutsche ich da trotzdem mit einem Gebäude aus Baujahr 98, wie auch immer, oder 2000, dann schon nur mit der Sanierung der Anlagentechnik in ein Effizienzstandard, in einen Effizienzhausstandard entsprechend rein. Und wenn wir natürlich uns das Thema Effizienzhäuser anschauen, dann ist einfach wichtig, dass dieses Grundkonzept der Energieeffizienz im Grunde für alle Effizienzhäuser gilt. Also nicht nur für
die Spitzenstandards irgendwo, sondern wahrscheinlich auch für die Einstiegsförderung Effizienzhaus 115. Erstmal muss der Energiebedarf gesenkt werden. Wir brauchen einen guten baulichen Wärmeschutz. Wir brauchen eine hohe Luftdichtheit. Dann im Grunde der Einsatz effizienter Anlagentechnik mit hohen Wirkungsgraden seitens der Erzeugung und wenig Verlusten seitens Speicherung, Verteilung und Übergabe. Und im Grunde die Einbindung erneuerbarer Energien on top dann irgendwo. Und die KWK firmiert da irgendwo auch zwischen effizienter Anlagentechnik und erneuerbarer Energien, genau dann, wenn sie vielleicht auch mit Biogas betrieben wird. Und wenn wir einen Nachweis führen für ein Effizienzhaus, dann ist das Ziel einfach ein niedriger Transmissionswärmeverlust, will heißen ein guter baulicher Wärmeschutz, wenig Wärmebrückenverluste. Und ein niedriger Primärenergiebedarf. Und das ist jetzt nach NF so, das ist für ein Effizienzhaus im Moment so und es wird zukünftig, wenn das Gebäudeenergiegesetz kommt, werden es auch noch die Kennwerte sein und so werden auch die Effizienzhäuser in dieser Art weitergeführt werden. Das kann man im Grunde jetzt schon sagen, auch wenn die zukünftige Förderung vielleicht dann nicht mehr CO2-Gebäudesanierungsprogramm und Marktanreizprogramm heißen, sondern Bundesförderung effiziente Gebäude, BEG, auch das ist ja mittlerweile kommuniziert, dass diese beiden großen Programme, die Bundesprogramme, zusammengeführt werden sollen, dann auch perspektivisch im Jahr 2021. Die Richtschnur für Effizienzhäuser ist immer noch das Referenzgebäude, wie wir es eigentlich seit 2009 in der Energieeinsparverordnung beschrieben haben, als Vergleichsgebäude und das zukünftig auch im Gebäudeenergiegesetz noch genauso eigentlich aussehen wird. Der öffentlich-rechtliche Standard heißt, ich muss 25% primärenergetisch besser sein als Referenzgebäude. Und das Schöne ist eigentlich, mit den KfW-Effizienzhäusern, dass die auch auf das Referenzgebäude sich schon immer bezogen haben und deshalb musste es auch nach der Verschärfung der NF hier keine neue Namensgebung, her. Aber weiterhin ist ein Effizienzhaus 55 das gleiche wie im Jahr 2015. Wir sind 45% primärenergetisch besser als ein Referenzgebäude, ein vergleichbares oder das vergleichbare Referenzgebäude und primärenergetisch sind wir um 60% besser als Referenzgebäude für ein Effizienzhaus 40 an dieser Stelle. Als Spitzenstandard hier auch nochmal erwähnt, im Neubau das Effizienzhaus 40 plus mit einer stromerzeugenden Anlage auf Basis erneuerbarer Energien, Stromspeicher. Also man ist da sozusagen den Megatrends irgendwo gefolgt. Autarkie wird dann groß geschrieben bei einem Effizienzhaus 40 plus an dieser Stelle. Und wie sieht die Förderung tatsächlich aus für Neubauten seit 24.01.2020? Es gab eine Erhöhung des Förderhöchstbetrags auf 120.000 Euro. Der Zinssatz ist weiterhin 0,75% über die ersten 10 Jahre Zinsbindung. Und die Tilgungszuschüsse sind um 10 Prozentpunkte erhöht worden. Will heißen, beim Effizienzhaus 55 von 5% auf 15%, von Effizienzhaus 40 von 10% auf 20% und beim Effizienzhaus 40 plus von 15% auf 25%. Und damit haben wir Tilgungszuschüsse pro Wohneinheit von 18.000 bis 30.000 Euro bei einem Darlehenshöchstbetrag, bei einem Förderhöchstbetrag von 120.000 Euro. Und das ist natürlich wirklich enorm. Das heißt, das Effizienzhaus 55 hat eigentlich den besten Förderhebel erfahren. Hier gab es eine Verdreifachung des Tilgungszuschusses. Wenn man noch die 120.000 Euro statt 100.000 Euro einrechnet, war es sogar eine 3,6-fachung von bislang 5.000 Euro auf 18.000 Euro Tilgungszuschuss. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, also wer im Moment einen Neubau errichtet und kein Effizienzhaus 55 beantragt oder also diesen Standard nicht schafft und die Förderung mitnimmt, der oder diejenigen sind tatsächlich falsch beraten an dieser Stelle. Das Ganze potenziert sich natürlich dann, wenn ich einen Geschosswohnungsbau habe, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, dann ist eigentlich dann ist über den Tilgungszuschuss auf jeden Fall der Mehraufwand mehr als bezahlt, kann man sagen, den ich für den besseren baulichen Wärmeschutz und eine andere Anlagentechnik vielleicht bräuchte. Gut, auch die
Fachplanung und Baubegleitung durch Energieeffizienzexperten wird weiterhin natürlich bezuschusst. Maximal anrechenbare Honorarrechnung von 8.000 Euro brutto und davon 50%. Das heißt, 4.000 Euro Zuschuss sind in energieeffizient Bauen und Sanieren über die Baubegleitung entsprechend möglich. Das zum Neubau, die Effizienzmaßnahmen, die als Einzelmaßnahmen gefördert werden, im Programm 152 und 430, die sind natürlich zusammengestutzt worden. Das heißt, der Top-Runner eigentlich der Einzelmaßnahmenförderung, der Heizungsaustausch, Brennwertgerät, Gas oder Öl, das ist rausgeflogen zum Ende des Jahres und es ist alles im Prinzip, was vielleicht noch an konventionellen Energieträger übrig geblieben ist und Heizungsförderung zum BAFA im Prinzip gewandert ins Marktanreizprogramm. Was KfW-technisch bleibt, ist der bauliche Wärmeschutz, die Dämmung der Hülle, Außenwände, Fenster, Dach und unterer Gebäudeabschluss und im Prinzip Lüftungsanlage oder die Optimierung der Anlagentechnik und auch noch im Grunde Anschluss an bestehende Fern- oder Nahwärmenetze. Das sind die Einzelmaßnahmen. Auch das wird jetzt sehr, sehr gut bezuschusst an dieser Stelle. Das heißt, wir haben 120.000 Euro bei den Effizienzhäusern als anrechenbare Kosten, 50.000 Euro bei den Einzelmaßnahmen, also auch hier eine Erhöhung von 100.000 auf 120.000 Euro. Auch hier haben wir weiterhin den Signalzins von 0,75% bei der Darlehensvariante. Und starten mit den Einzelmaßnahmen mit einem Tilgungszuschuss von 20% und starten bei den Effizienzhäusern bei 25% Tilgungszuschuss und es geht dann eben hoch bis 40% Tilgungszuschuss, was einfach eigentlich eine aberwitzige Zahl ist, muss man sagen. Ja, also 40% Tilgungszuschuss auf die anrechenbaren Kosten, das ist schon wirklich hätte man sich nicht gedacht, dass es so weit an dieser Stelle mal kommt. Und der reine Investitionszuschuss für ein oder zwei Familienhäuser oder für Eigentümergemeinschaften, der startet auch bei 20%, geht auch hoch bis 40%. Das heißt, hier gab es im Prinzip eine Synchronisation der Tilgungszuschüsse und Zuschüsse, die jetzt auf gleicher Höhe sind. Und wenn man das jetzt mal sozusagen zurückrechnet, vormals 27,5% Tilgungszuschuss als Höchstbetrag, beim Effizienzhaus 55 und jetzt 40% auf 120.000 Euro bezogen, dann sind es 48.000 Euro. Jetzt werden Sie natürlich sicherlich auch berechtigterweise sagen, naja gut, Effizienzhaus 55 ist natürlich auch schwer zu schaffen. Kann man sagen, ja, wenn man kleine Gebäude sieht, wenn man im Geschosswohnungsbau unterwegs ist, und sagt, man hat relativ rechteckige Grundrisse, einfache Kubatur, kann hier entsprechend dämmen, haben ein Flachdach, was im Prinzip auch erneuert werden muss und die Fenster. Und der untere Gebäudeabschluss, der uns rechnerisch natürlich immer von den Wärmebrücken, von den U-Werten her tatsächlich Probleme bereitet, der an dieser Stelle spielt dann eine untergeordnete Rolle. Das verschwimmt sozusagen innerhalb der Berechnung dann einigermaßen oder verschmiert sich. Und dann kann ich schon 55er Häuser umsetzen. Ja, also das ist dann, und wenn ich dann natürlich sehe, was ich an Tilgungszuschüssen bekomme an dieser Stelle, dafür kann ich mir erstmal sehr, sehr viel baulichen Wärmeschutz dazu kaufen. Also der Flaschenhals bei einem 55er Haus ist immer der bauliche Wärmeschutz. Von der Anlagentechnik, die großen Gebäude hängen vielleicht an der Fernwärme oder Contracting und BHKW kommt entsprechend da zum Zug, dann bin ich primärenergetisch eigentlich auf der sicheren Seite an dieser Stelle. Ja, also auch das ist machbar, insbesondere im Geschosswohnungsbau. Gut, dann haben wir den zweiten großen Baustein und das ist jetzt eben natürlich die Förderung, die beim BAFA angesiedelt ist. Heizen mit erneuerbaren Energien. Hier gab es im Prinzip auch einen Erdrutsch zum 01.01.2020. Also
Dieses Marktanreizprogramm ist aufgebohrt worden und das Wirtschaftsministerium hat ja auch schon Monate vorher im Prinzip angekündigt, es wird Zuschüsse geben bis zu 45%, hat da aber nicht gesagt dazu, was dann eigentlich umgesetzt werden muss. Und jetzt ist zum 01.01.2020 eigentlich klar, was dann gemacht werden muss, wobei ich auch an dieser Stelle immer sage, also ich bin hier auch in so einem Arbeitskreis Baubegleitung im Rhein-Main-Gebiet und seit Anbeginn dieses Programms ist eine rege Kommunikation mit dem BAFA, was die technischen Umsetzungen, die technischen Mindestanforderungen betrifft. Also das, was im Moment in den Richtlinien steht, ist nicht ganz konfliktfrei, es sind nicht alle Fragen beantwortet und das wird an dieser Stelle sicherlich vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Also hier haben wir jetzt mal die Förderübersicht, die Sie wahrscheinlich entsprechend auch natürlich schon gesehen haben. Wir haben ja mittlerweile schon den 2. April. Also wenn ich im Prinzip eine Biomasseanlage, eine Wärmepumpenanlage einsetze, dann ist der Fördersatz in der Sanierung im Prinzip 35, im Altbau also 35%. Das ist jetzt neu, dass man weg ist von absoluten Zahlen, auch wie man es schon KfW-technisch kannte, auf einen bestimmten Prozentsatz, der dann als Zuschuss in diesem Fall ausgereicht wird. Und wenn ich noch eine alte Ölheizung austausche, dann sogar, da haben wir die ominösen 45% Zuschuss. Im Neubau, Biomasse- oder Wärmepumpenanlage mit erhöhten Anforderungen dann nochmal, wenn es ein Neubau ist, mit 35% Zuschuss. Solaranlagen, thermische Solaranlagen in der Sanierung 30% Zuschuss, im Neubau auch 30%, sind aber auch erhöhte Anforderungen entsprechend da. Und erneuerbare Energien, Hybridheizung, das heißt, wir haben im Prinzip eine Kombination aus hier förderfähigen Biomasse, Wärmepumpen, Solaranlagen. Gleiches gilt wie oben in der vollen Förderung, also 35% oder 45%, wenn eine Ölheizung ausgetauscht wird. Ja, und die Gasheizung, der Gasbrennwertkessel, das Gasbrennwertgerät wird nur noch gefördert als Hybridheizung, entweder gleich in Kombination mit erneuerbaren Energien, dann haben wir 30% Zuschuss oder 40%, wenn eine Ölheizung ausgetauscht wird oder die sogenannte Renewable Ready Anlage, ich gehe jetzt im Einzelnen nochmal drauf ein, mit späterer Einbindung erneuerbarer Energien, dann haben wir einen 20%igen Zuschuss und da sind wir dann genau bei der Einzelmaßnahme, wie es bei der KfW ist, 20% auf Einzelmaßnahmen als eine Unterscheidung. Also Unterscheidung ist eigentlich der Zeitpunkt der Antragstellung. Die KfW hat an dieser Stelle schon immer gesagt, der Zeitpunkt des Bauvorhabens ist sozusagen der Bauvorhaben auf der Baustelle, der erste Hammerschlag auf der Baustelle. Davor kann ein Handwerker beauftragt werden, davor können Planungsleistungen, kann sogar schon Material gekauft werden, aber es zählt sozusagen der Start auf der Baustelle. Und bei der BAFA-Förderung, beim Marktanreizprogramm Heizen mit erneuerbaren Energien, ist es schon der Abschluss einer Handwerkerleistung, eines Leistungsvertrages, der im Prinzip an dieser Stelle ausschlaggebend ist, für den Zeitpunkt der Antragstellung. Hier ist es wichtig, tatsächlich in sehr früher Phase im Prinzip dann den Antrag entsprechend zu stellen. Geplant werden darf, aber ein Handwerkervertrag darf entsprechend noch nicht abgeschlossen werden. So, jetzt haben wir schon mehrere Fragen da. Gibt es Ansätze, Hybridheizung in der Berechnung vereinfacht anzusetzen? Das ist, also Sie meinen jetzt für ein Effizienzhaus, vereinfacht eigentlich nicht. Also wenn Sie eine Hybridheizung rechnerisch ansetzen, dann gilt immer, dass ich ein bivalentes System habe. Und dazu muss ich Deckungsanteile dann auch ermitteln. Herr Dörfler fragt, sehen Sie Gefahren für die aktuellen Fördersätze? Oh je, da fragen Sie mich zu viel. Durch die aktuellen Corona-Notprogramme, also da bin ich auch nur ein Energieeffizienzexperte, wie Sie auch, das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, Ich habe auch schon solche Szenarien gehört, dass man dann im Prinzip wieder was runterfährt, aber auf der anderen Seite gilt ja trotzdem die politische Ausrichtung und man hat jetzt erst vor 4 Wochen im Prinzip diese Fördersätze erhöht.
So, und Herr Blum, da kommen wir jetzt gleich im Einzelnen mal drauf, was im Prinzip dann da förderfähig ist oder was technische Anforderungen sind. Grundsätzlich gibt es zu allem, auch jetzt bei der BAFA-Förderung, Merkblätter. Es gibt auch ein Merkblatt zu den förderfähigen Kosten. Was wird überhaupt gefördert? Es sind dann die Kosten der Installation, aber auch flankierende Maßnahmen, die getroffen werden. Also das muss man sich dann nicht nur als Antragsteller, sondern auch als Berater tatsächlich dann mal zu Gemüte führen an der Stelle. Gut, also schauen wir uns mal diese Wärmepumpen und Biomasseanlagen an mit bis zu 45% Zuschuss. Wichtige Voraussetzung bei Wärmepumpen, Mindestjahresarbeitszahl für Solewasser- und Wasserwasserwärmepumpen 4,0, für Luftwasserwärmepumpen 3,5, muss auch nachgewiesen werden, und bei Gaswärmepumpen 1,25. Hydraulischer Abgleich ist immer durchzuführen und auch die Wärme- und Energie, also die Wärmemengenzähler, Stromzähler müssen entsprechend eingebaut werden, weil vielleicht auch hier mal eine Qualitätssicherung stattfinden soll. Ich gehe gleich auf die anderen Fragen auch noch, ich habe es im Blick sozusagen. Für Biomasseheizungen, was ist da im Prinzip, was sind da die Anforderungen? Klar, es sind Pelletheizungen, es sind Hackschnitzelkessel, dann mit Pufferspeicher verpflichtend. Auch bei der Pelletheizung ist ja sicherlich der Pufferspeicher empfehlenswert. Wir haben im Prinzip Pelletöfen mit Wassertasche, die gefördert werden, Scheitholzvergaserkessel, auch da mit Pufferspeicher, alles ab 5 kW Leistungen. Das sind gewisse Emissionsgrenzwerte, die eingehalten werden müssen. Im Gegensatz zur KfW ist eigentlich das Schöne beim BAFA, dass es dann ja auch immer so eine Liste gibt der förderfähigen Biomasseanlagen oder der förderfähigen Wärmepumpen oder der förderfähigen Solarkollektoranlagen. Also da steht es dann entsprechend drinne. Die KfW hat immer gesagt, wir haben keine Produktförderung, wir haben eine Technologieförderung, deshalb gibt es da keine Positivlisten. Beim BAFA ist es so, da gibt es schon immer diese Positivlisten und da sollte man dann entsprechend auch reinschauen. So, Herr Klei schreibt, darf ich BAFA und KfW kombinieren? Ja, Sie dürfen es kombinieren, aber nicht für die gleiche Maßnahme, sagen wir es mal so. Also Sie können sich sicherlich für den Austausch einer Heizung den 45% Zuschuss beim BAFA abholen. Dann dürfen Sie das, was vom BAFA gefördert wurde, aber nicht noch in die förderfähigen Kosten für ein Effizienzhaus reinbringen. Also entweder oder, das muss man sich dann ausrechnen. Wenn Sie jetzt in Anführungsstrichen nur ein Effizienzhaus 115 mit 25% Tilgungszuschuss oder Zuschuss machen, dann machen Sie die Hülle vom Effizienzhaus über die KfW und die Anlagentechnik über das BAFA. So. Was steht bei Solarkollektoranlagen sozusagen als technische Mindestanforderung? Also erstmal geht's los ab 3 Quadratmeter Kollektorfläche. Also wirklich auch kleine Anlagen werden gefördert an der Stelle. Anlagen zur Heizungsunterstützung müssen mindestens 7 Quadratmeter Kollektorfläche aufweisen. Es muss dann auch, und so stand es schon immer auch in den Richtlinien, Funktionskontrollgerät, obwohl das nicht genauer definiert ist, Einbau eines Speichers, also auch eine Regelung, auch eine Anzeige ist schon ein Funktionskontrollgerät. Einbau eines Speichers gehört dazu und auch hier ein Nachweis der Mindesteffizienz, und Solar Keymark ist im Prinzip auch als Gütesiegel für die Kollektoren gefordert an der Stelle. Das jetzt allerdings wirklich nur in Kürze. Man muss einfach unbedingt die Richtlinie, die technischen Mindestanforderungen lesen, aber das würde jetzt wahrscheinlich dann die 45 Minuten sprengen an dieser Stelle. Ja, zu erneuerbare Energien, Hybridheizung, das habe ich jetzt mal weggelassen, weil es einfach eine Kombination ist aus dem, was wir gerade gesehen haben, eine Kombination aus Biomasse, förderfähige Biomasseanlage, förderfähige Wärmepumpenanlage, förderfähige Solarkollektoranlage. So setzt sich dann im Prinzip die Hybridheizung erneuerbare zusammen, will also heißen, wenn ich eine Pelletheizung, die sowieso mit 45% Zuschuss gefördert wird, eine Solaranlage eigentlich nur mit 30%. Wenn ich beides kombiniere, bekomme ich dann für die volle Anlage aus Biomasseheizung und Solarthermieanlage die 45%, wenn ich auch noch eine Ölheizung austausche und nicht nur 30% für die Solaranlage. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal an, im Grunde die Gas
Hybridheizung. Also hier heißt es dann im Prinzip Gas-Brennwertgerät zum Beispiel mit einer Solaranlage kombiniert. Das heißt also ein Brennwertgerät mit einer gewissen Mindesteffizienz nach Ökodesign-Richtlinie und der Einbau eines förderfähigen Wärmeerzeugers auf Basis erneuerbarer Energien, die wir eben gesehen haben. Zum Beispiel eine Solaranlage, könnte aber auch eine Wärmepumpe entsprechend sein. Und das wäre das Thema Gas-Hybridheizung, was noch förderfähig ist. Und dann sozusagen, ja, die kleinste aller Kombinationen, eine Kombination, die noch gar nicht stattgefunden hat, Gas-Brennwertgerät, mit einer zukünftig erneuerbaren Energien. Das heißt, es muss wenigstens dann eine hybridfähige Regelung schon mal dabei sein. Man muss ein Konzept präsentieren, wie erneuerbare Energien eingebunden werden sollen zukünftig. Und das Ganze muss dann auch spätestens 2 Jahre nach Inbetriebnahme nachgewiesen werden, dieses Brennwertgeräts. Ja, also hier mit Vorgriff, dass man dann gesagt hat, okay, ein Gas-Brennwertgerät alleine ist nicht förderfähig, mindestens renewable ready. Naja, ich weiß nicht, wie oft das jetzt gezogen wird, diese Karte, weil wenn ich mir jetzt denke, die Heizung wird saniert, dann baue ich da jetzt schon die Solaranlage aufs Dach und fange nicht wieder in 2 Jahren an und hole mir da wieder im Prinzip eine Baustelle, eine kleinere ins Haus. Ja, und die Förderung ist ja dann auch eigentlich dann noch mal besser, wenn ich jetzt vielleicht schon die Solaranlage mir entsprechend auf das Dach setze zu meinem Gasbrennwertgerät. Ja, das vielleicht im Grunde jetzt noch mal zur BAFA-Förderung. Ich habe dann noch mal gebracht, weil es ja eben auch noch mal ums Thema Contracting, vielleicht noch KWK entsprechend ging. Der Mini-KWK-Zuschuss, auch den gibt es ja entsprechend noch für KWK-Anlagen, Mini-KWK-Anlagen bis 20 kW elektrische Leistung für Anlagen mit Verbrennungs- oder Stirlingmotoren, wobei meines Wissens Stirlingmotoren ja so eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt sind. Also reden wir mal von den Verbrennungsmotoren, auch für Brennstoffzellen, dann für größere, die aus der sonstigen KfW 433 Förderung rausfallen, Basisförderung an dieser Stelle. 1.900 Euro und dann gibt es eben nochmal obendrauf pro KW elektrisch mehr eine Förderung. Auch das ist dann etwas, was man sich, ja, dass man sich irgendwo mal 3.500 Euro für so eine typische Mini-KWK-Anlage mit vielleicht 15 KW thermisch entsprechend abholt und zusätzlich dann auch noch einen Effizienzbonus von 25% dazu bekommen kann. Ja, neben der Förderung, die ich natürlich sonst KWK über das KWK-Gesetz, also das KWK-Gesetz entsprechend habe, über Netzentgelt, die vermieden werden, Rückerstattung, Energiesteuer und. Also das haben wir auch entsprechend noch beim BAFA angesetzt. Auch hier haben wir eine Positivliste der Mini-KWK-Anlagen, die förderfähig sind, auch wenn es um das Thema Effizienzbonus gibt, ist das in der Liste entsprechend hinterlegt. Und eine spezielle Form der KWK-Anlage, das ist dann ja ganz klar die Brennstoffzelle, die seit Jahren sehr, sehr gut gefördert wird, tatsächlich mit einem Grundbetrag von 5.700 Euro und dann entsprechend nochmal 450 Euro je angefangene 100 Watt elektrisch für kleine Brennstoffzellen bis 5 kW elektrisch für Alt- und Neubauten, für Wohn- und Nichtwohngebäude als Online-Antrag 433, ein reines Zuschussprogramm bei der KfW. Hier ist es so, es muss eine energetische Fachplanung und Baubegleitung geben durch Energieeffizienzexperten, so wie es bei allen KfW-Programmen im Prinzip notwendig ist. Beim BAFA-Programm, bei den BAFA-Programmen traditionell Marktanreizprogramm und jetzt auch hier das Heizen mit erneuerbaren Energien, ist kein Energieeffizienzexperte erstmal notwendig. Es wird bestätigt durch eine Fachunternehmererklärung im entsprechenden Formular, wobei, wenn ein Energieeffizienzexperte, wenn ein Energieberater oder eine Beraterin entsprechend dabei ist, dann werden auch diese Kosten zu den förderfähigen Kosten angerechnet. Das ist einfach nochmal
ja, vielleicht eine wichtige Information an der Stelle. So, Herr Bertet fragt, darf bei der Brennstoffzelle der Primärenergiebedarf des Brennstoffs als KWK regenerativ angesetzt werden? Da muss hier fossil angesetzt werden. Nein, muss fossil angesetzt werden, weil wir tatsächlich an dieser Stelle Erdgas verbrennen. Ja, oder wir setzen Erdgas ein und über den Reformer wird darüber Wasserstoff erzeugt, aber Erdgas ist Erdgas und damit gilt im Prinzip der ungünstigere Primärenergiefaktor. Aber schauen Sie, wenn Sie tatsächlich eine Brennstoffzelle rechnen wollen, es gibt ein Berechnungstool bei der Initiative Brennstoffzelle, ein Excel-Tool mit produktspezifischen Kennwerten der marktüblichen kleinen Brennstoffzellen hinterlegt, mit dem kommen Sie eigentlich relativ weit. Also wenn Sie eine Brennstoffzelle bilanzieren wollen, dann machen Sie das nach diesem Excel-Tool der Initiative Brennstoffzelle. Solarthermie-Hybridheizung, also Frau Lübbe schreibt, Gas, Solarthermie-Hybridheizung, 25% Solarthermie, gibt es Nachweismöglichkeiten? Ja, die gibt es entsprechend. Da gibt es eine, ich weiß nicht, wo sie hinterlegt ist, ich habe es in einer E-Mail gelesen, standardisiertes Verfahren vom BAFA. Kann ich im Moment Ihnen ad hoc jetzt nicht aufsagen. Ich kann aber an dieser Stelle noch mal recherchieren dazu. Geht es bei Gashybrid auch kombiniert mit PV? Nein, das gilt nicht. Gashybrid heißt an der Stelle Hybrid mit denen Erneuerbaren, die im Prinzip auch im BAFA-Programm beschrieben sind. Und da ist die PV-Anlage entsprechend nicht dabei. Und dann meine ich, hatte ich noch eine Frage hier oben. BAFA, welche technischen Mindestanforderungen sind noch nicht geregelt? Auch das weiß ich nicht. Also im Prinzip sind nach BAFA natürlich schon alle technischen Mindestanforderungen geregelt. Das steht ja so in der Richtlinie. Aber es gibt immer wieder Fragestellungen in Spezialfällen, die sind einfach nicht geregelt. Und da wird es sicherlich vielleicht auch nochmal so etwas, hoffen wir jedenfalls, wie eine technische FAQ entsprechend dazu geben. Tausch von Nachtspeicheröfen, Wärmepumpe 35% förderfähig. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich so ist, wobei ich es auch nicht auswendig sagen kann, aber würde wahrscheinlich nichts dagegen sprechen, wird auch in der Richtlinie stehen, kann ich aber auch nochmal im Nachgang entsprechend recherchieren zu dieser Frage. Darf ein eingetragener Verein KfW-Mittel beantragen? Ich meine, ja, wobei das jetzt auch wieder ein Stück Förderpolitik ist, was ich nicht unbedingt zu 100% beantworten kann, müsste aber eigentlich im Merkblatt stehen. Denn im Merkblatt, nicht in den technischen Mindestanforderungen, sondern im Merkblatt steht im Prinzip, wer überhaupt antragsberechtigt ist. Also das steht ganz gewiss im Merkblatt. Und wenn der eingetragene Verein e.V., wie auch immer förderfähig ist, dann ist das im Merkblatt der KfW-Förderung für die entsprechenden Produkte auch genannt. So, dann haben wir noch Herrn Henke, der schreibt, hydraulischer Abgleich mit Heizlastberechnung Verfahren B sollte eigentlich Grundlage bei BAFA-Zuschüssen werden. Das ist tatsächlich Ihre Meinung, das ist auch meine Meinung, haben Sie vollkommen recht, ist aber nicht so, es gilt weiterhin Verfahren B. Flaps könnte man sagen, das BAFA kennt Verfahren B entsprechend nicht. Ich bin aber vollkommen Ihrer Meinung. So, Förderung, Austausch, Elektrozentralheizung, meiner Ansicht nach auch das, wobei dann nicht die Kessel, also die Austauschprämie für den Ölkessel zu ziehen ist. Bin ich mir sicher, aber die 35% müssten an dieser Stelle möglich sein. Gut, was haben wir dann noch? Ist eine Elektrozentralheizung mit Heizstab bei Nachtstrom anstatt eines Brenners? Ich würde sagen entsprechend ja, aber ich gucke auch gerne da nochmal genau in die technischen Mindestanforderungen jetzt rein, wenn ich mit meinem Vortrag durch bin und der nächste Vortragende spricht. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken, ich möchte mich nochmal bitte entschuldigen, dass ich am Anfang eine technische Störung hatte, aber wie durch ein Wunder war mein Mikrofon dann doch offen, obwohl ich erstmal keinerlei anderen Regler gedrückt hatte. Ich möchte noch mal kurz vielleicht auch Werbung in eigener Sache machen. Ich habe mit dem Kollegen Rainer Feldmann
Ja, seit vielen Jahren im Prinzip machen wir Vorträge, insbesondere für Energieeffizienzexperten und haben da sozusagen die Effizienzhausakademie auch. Wir versuchen auch up-to-date zu bleiben und alle die, die unseren Newsletter abonnieren, auch zum Thema GEG, zum Thema BEG und vielleicht auch zur Frage des Monats, was die BAFA-Förderung betrifft, zu informieren. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich einfach an, dann haben wir Sie im Verteiler drin und wir informieren dann entsprechend zu Neuigkeiten, die uns auch wichtig erscheinen. Von daher erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön, Herr Völksch, für diese vielen wertvollen Informationen. Ich denke, alle Fragen aus dem Chat wurden jetzt beantwortet. Ansonsten können Sie ja jetzt auch gerne nochmal während des Referats von Herrn Henke schreiben. Herr Völksch hat ja angeboten, dass er jetzt die Zeit auch nochmal nutzt. Genau. Mhm. Ja, und jetzt darf ich weiter überleiten an Herrn Henke, der uns in die Tiefen des eWärme-G einweihen wird. Ja, Henke, hallo, ich hoffe, es hören mich alle. Ich bin von Zukunft Altbau, mache dort auch das Beratungstelefon und habe jetzt für den Vortrag ein paar knifflige Fragen oder Fragen, die immer wieder auftauchen, zusammengestellt und versuche, die zu beantworten. Themenschwerpunkte sind die oberste Geschossdecke, Kellerdecke, Einzelöfen und dann die Entstehung der Pflichten, Beispiele und Ausnahmen. Die oberste Geschossdecke ist eigentlich jetzt eher ein Thema aus der NF. In der NF 2009 wurde es ja schon geregelt, dass die oberste Geschossdecke zu dämmen ist. Jeder von uns Energieberater weiß, dass das nicht immer so durchgeführt wird. Was in der NF 2009 noch ein bisschen unklar war, waren diese Begriffe ungedämmt. Das ist jetzt definiert und der muss dann halt ermittelt werden. Wir haben es grob mal überschlagen. Also wenn ich da der Kellerdecke verbaut habe, dann ist diese oberste Geschossdecke nicht mehr als ungedämmt anzusehen und muss demzufolge auch nicht mehr gedämmt werden. Dann war dieser Begriff begehbar. Ich habe selber damals gesucht, was heißt denn begehbar? Manche Landesbauordnungen stand irgendwas mit 1,50 Meter. Das war so ein schwammiger Begriff, der ist auch seit der NF16 dann geändert worden und es heißt zugänglich. Also sprich, wenn eine kleine Luke dort ist, ist eigentlich diese oberste Geschossdecke in der Nachrüstpflicht und muss auch gedämmt werden. Wie schon gesagt, jeder von uns weiß, dass es selten geprüft wird, aber wir als Energieberater haben da schon eine gewisse Hinweispflicht und sollten die auch wahrnehmen oder darauf hinweisen. Die Kellerdeckendämmung im E-Wärmegesetz Baden-Württemberg, da wird mir gern verleitet zu sagen, Herr, komm, wir dämmen die Kellerdecke. Dann haben wir das E-Wärmegesetz Baden-Württemberg und diese 15% erfüllt. Da gibt es ein paar Punkte, auf die man achten muss. Wie bei jedem Bauteil muss es 20% besser sein als die NF, um es überhaupt anrechnen zu können. Und in dem E-Wärmegesetz steht auch, dass beheizte Räume dann die Wände gegen Erdreich beziehungsweise der Boden gegen Erdreich zu dämmen sind. Drauf zu achten ist diese Zweidrittelerfüllung oder Eindrittelerfüllung, also eine vollständige Erfüllung durch die Kellerdecke ist eigentlich gar nicht möglich. Man hat eine Zweidrittelerfüllung bei Gebäuden mit 2 Vollgeschossen und eine Drittelerfüllung, also quasi von den 15% habe ich 5% bei 3 bis 4 Vollgeschossen und drüber hinaus ist das schon gar nicht mehr ansetzbar. Die Dämmung von Teilflächen wird nicht angerechnet, also ich kann jetzt nicht sagen, ich dämme jetzt 50% von meiner Kellerfläche und mache vielleicht noch 2 Außenwände oder ein halbes Dach. Rein theoretisch kann ich ein halbes Dach dämmen und die halbe Außenwand. Ob es jetzt Sinn macht, ist wieder ein anderes Thema. Aber für das Gesetz dürfte ich das rein theoretisch machen. Bei der Kellerdecke darf man das
nicht machen. Also da muss ich, die Kellerdecke ist nur anrechenbar, wenn wirklich tatsächlich alle Flächen gedämmt werden. Und wenn ich dann einen teilbeheizten Keller habe, tut man sich da schon schwer, das Gesetz durch diese Kellerdeckendämmung zu erfüllen. Und dann muss man natürlich beachten, dass man unterschiedliche U-Wert-Anforderungen hat. Der Boden gegen Erdreich hat jetzt eine andere Anforderung wie die Wand gegen Erdreich. Bei einem beheizten Treppenhaus oder auch indirekt beheizten, als Energieberater muss man immer die Grenze zwischen beheizt und unbeheizt ziehen. Im Normalfall nimmt man ja das Treppenhaus mit in den beheizten Bereich rein. Und da ist dann auch, dass dieser Abgang quasi, der muss nicht gedämmt werden. Aber wenn ich die restliche Fläche von der Kellerdecke dämmen kann, hätte ich das Gesetz schon erfüllt. Hier nochmal kurz die grafische Darstellung. Also auf der linken Seite habe ich einen unbeheizten Keller. Dann muss ich meine Dämmung da durchziehen. Auf der rechten Seite habe ich einen beheizten Keller und dann bin ich in der Pflicht, auch diesen Boden und diese Wand von außen zu dämmen. Das Thema Einzelöfen im E-Wärmegesetz, da kommen auch immer wieder die Fragen auf, darf ich meinen Kaminofen ansetzen oder darf ich meinen Schwedenofen ansetzen? Es gibt in dem das E-Wärmegesetz kennt eigentlich drei Arten von Ofen, von Einzelöfen. Das ist einmal der Putz- oder Kachelofen mit einem Kamineinsatz und einem Wirkungsgrad von 80%. Also das habe ich einmal zwei Vorgaben. Also das muss ein gemauerter oder ein verputzter Ofen sein mit diesem Heizeinsatz, entweder so ein Schrag oder so ein Buderus-Einsatz. Und dann muss ich da einen Mindestwirkungsgrad von 80% erreichen. Schwierig. Also entweder hat man Angaben vom Hersteller wegen diesem Mindestwirkungsgrad, den nachträglich zu messen. Ich habe auch gedacht, das könnten eventuell die Schornsteinfeger machen. Aber das sind so viele Faktoren, da kommt ja die Holzfeuchte mit rein und sonstiges. Also das wirklich im eingebauten Zustand zu messen, ist recht schwierig. Da muss man sich dann tatsächlich auf die Angabe vom Hersteller verlassen. Die zweite Variante ist ein Grundofen. Das ist, man kennt es eher aus dem Voralpenraum, teilweise auch im Schwarzwald. Das sind wirklich vor Ort gemauerte Öfen. Da habe ich jetzt keine Anforderungen an diesen Mindestwirkungsgrad, weil diese Grundöfen sind zum einen sehr groß und auch haben demzufolge auch ein sehr hohes Speichervolumen. Sprich, wenn der Ofen mal angeheizt ist, dann hält er sich auch über eine Zeit und da sagt man, okay, wenn der befeuert wird, habe ich einen gewissen Wirkungsgrad und es kommt ja auch recht viel dem Raum zugute, weil die im Normalfall auch eine Rauchgasnachführung haben, sprich das Abgas wird erst über eine Sitz- oder unter einer Sitzbank durchgleitet oder sonstiges, bevor es dann zum Kamin rausgeht. Die dritte Variante ist ein Holzpelletsofen. Der braucht allerdings einen Mindestwirkungsgrad von 90%. Die Pelletöfen, die da auf dem Markt sind, die dieses Gesetz erfüllen, die geben das auch in dem Sinne dann an. Diese, ich sage mal, klassischen Schwedenöfen, wie man sie aus dem Baumarkt kennt, die sind einfach von der Effizienz zu schlecht, um dass man sie bei dem E-Wärmegesetz dann ansetzen könnte. Das sind diese drei Arten von Öfen, was das E-Wärmegesetz gibt oder kennt. Und dann spielt auch noch eine Rolle, wie viel von der Wohnfläche kann ich beheizen. Das sollte mindestens 30% sein. Oder ich setze alternativ eine Wassertasche ein und hätte das, also quasi die 30% dann automatisch erfüllt oder wird damit angesetzt. Bei den Öfen, die vor 2015 eingebaut sind, war es nur 25% der Wohnfläche. Das muss man dann beim Nachweis berücksichtigen. Jetzt gehe ich nochmal kurz ein auf diese Ofenarten. Das ist, wie gesagt, so ein Grundofen. Vor Ort gemauert, diese Schamottsteine, der ist voll anrechenbar unter der Vorgabe 30% der Wohnfläche.
wegen dem Aufstellort, da gehe ich dann in den folgenden Folien nochmal ein. Und auch wieder der Hinweis, vor 2015, da war es etwas weniger. Das ist so ein offener Kamin, den man auch oft in Gebäuden sieht. Da sieht man schon in der Rauchgasführung, es geht 1:1 in den Kamin hoch und relativ wenig Wärme geht an den Raum. Deshalb hat man da auch schlechte Wirkungsgrade von um die 15%. Solche Öfen sind auch nicht ansetzbar für das E-Wärmegesetz. Da habe ich mir aber auch mal die Mühe gemacht, so diese Wirkungsgrade von diesen Schwedenöfen anzusetzen. Die sind das, was man auf dem Markt findet, so zwischen 70% und 85%. Das sind diese Putz- und Kachelöfen mit diesem Heizeinsatz, haben oftmals auch so eine Rauchgasnachführung, die darf man dann ansetzen. Oftmals liegt der Wirkungsgrad aber unter 80%. Also da würde ich mich schon ja nicht so arg aus dem Fenster lehnen. Also wenn man keine Angaben hat über diesen Wirkungsgrad, dann würde ich ihn eher auch nicht ansetzen für das E-Wärme-G. Jetzt noch kurz auf die oder welche Flächen darf man ansetzen für das E-Wärme-Gesetz, abhängig von der Aufstellung des Ofens. Hier ist jetzt ein Beispiel. Ich habe, wie es halt oft auch bei den Schwedenofen ist, man stellt ihn an eine Außenwand. Hier geht vielleicht das Kaminrohr direkt nach außen. Dann darf auch nur dieser linke Raum angesetzt werden und dann auf die restliche Wohnfläche beziehen. Und da muss man dann halt über die 30% kommen. Wenn ich jetzt den Ofen an eine Trennwand stelle, dann darf ich beide Räume ansetzen bei der Flächenberechnung. Ähnliches, klar, logischerweise ein Ofen, der über Eck gebaut ist oder in zwei Zimmern einragt. Und auch diese, manche haben ja auch so eine Lüftungsöffnungen in den Raum, dann darf ich logischerweise auch den Raum da ansetzen. Das nächste ist dann diese sogenannten Hyperkausten, das sind diese Warmluftschächte, die teilweise auch über zwei oder drei Etagen gehen. Also nicht das Abgas, das wird logischerweise abgeführt, aber dann gibt's, hat man gerne in der 50er, 60er Jahre gebaut, diese Einzelraum oder Befeuerung im Wohnzimmer, ein Gitter noch vielleicht rüber in der Flur oder ins Esszimmer und dann diese Hypokausten, die hochgehen in andere Räume. Dann darf man diese alle Räume, klar, da wo der Ofen steht, da wo das Gitter reingeht, bis auch diese Hyperkausten, die dann eine Etage höher gehen, diese Räume darf man dann alle ansetzen für die Flächenermittlung für das E-Wärme-G. Die Entstehung der Pflicht, da kommen auch öfters mal Fragen auf, wann greift überhaupt das E-Wärme-Gesetz prinzipiell, das kann man schon sagen, ja, wenn eine Heizung ausgetauscht wird. Jetzt haben schon ein paar Leute angerufen und gesagt, oh, ich tausche aber nur den Brenner aus. Wenn der Brenner nur ausgetauscht wird, greift das E-Wärme-Gesetz nicht. Logischerweise auch beim Warmwasserboiler. Ähnlich auch bei der Etagenheizung. Man findet es nicht direkt im E-Wärme-Gesetz. Irgendwo steht drin in der Definition, dass es nur Zentralheizungen gibt, also dezentrale Systeme sind gar nicht erwähnt im E-Wärme-Gesetz. Deshalb sind diese Etagenheizungen auch ausgenommen. Eine Mehrkesselanlage, wenn der erste Kessel austauscht wird, wenn ich jetzt so eine Kaskadenschaltung habe oder dann, wenn ein Kessel austauscht wird, dann greift das E-Wärme-Gesetz. Anschluss an Wärmenetz, aber da ist dann meistens der Wärmenetzbetreiber dann dafür verantwortlich. Oder wenn ich jetzt eine Umnutzung habe, das Beispiel war ja vorher auch beim Herrn Völksch, dass man einen zusätzlichen Wohnraum generiert, dann greift auch das E-Wärmegesetz. Das Beispiel oder da sind oft Diskussionen, was ist denn jetzt zentral und was ist dezentral? Also zentral ist anzusehen, wenn ich einen Heizkreislauf habe, der das ganze Gebäude versorgt. Wenn ich jetzt einen zweiten habe,
der es kann ja auch in einem Mehrfamilienhaus wirklich nur ein oder zwei Wohnungen sein, dann habe ich in dem Sinne eigentlich schon ein dezentrales System und man ist ausgenommen von dem E-Wärme-G. Das ist jetzt so ein Beispiel, ja, so ein Reihenhaus, so 4-5 Häuser, die aneinander hängen. Also in dem Sinne keine Kraft-Wärme-Kopplung, sondern eine gemeinsame Heizanlage. Logischerweise, wenn die austauscht oder wenn die Heizung fällig ist, dann muss man auch das E-Wärme-Gesetz erfüllen. Eine Ausnahme ist jetzt, wenn ich private Netze habe mit einer Leistung über 1500 kW. Das sind aber dann schon sehr große Gebäude. In dem Fall oder als Beispiel sind ja auch angebracht so ein Unicampus oder wenn ich ein Firmenareal habe. Also wenn ich jetzt eine Heizzentrale habe mit 2000 Kilowatt, dann bin ich von diesem Gesetz ausgenommen. Was auch immer bisschen ein Haken ist, auch hinsichtlich Förderlandschaft, finde ich, ist diese Abgrenzung Wohngebäude, Nichtwohngebäude oder teilweise Mischgebäude. Es hat jedes Gesetz oder auch jedes Förderinstitut immer so ein bisschen eine extra Definition. Jetzt hier beim E-Wärme-Gesetz, das sind zum Beispiel diese Alten- und Pflegeheime und Ferienwohnungen als Wohngebäude anzusetzen. Und ja, Hotels, Ladengeschäfte, das sind ja typische Nichtwohngebäude. Aber ich glaube, oder in manchen Instituten ist es ja so, Pflegen oder Altenheime werden da schon wieder anders gesehen. Gemischt genutzte Gebäude kennt das E-Wärme-Gesetz nicht. Also sprich, das, was flächenanteilsmäßig mehr ist, ist anzusehen. Also wenn ich jetzt 60% Wohnen habe, 40% nicht wohnen, dann ist das ganze Gebäude als Wohngebäude anzusehen. Ähnlich ist es auch bei diesen Hallen. Hallen sind ja prinzipiell ausgenommen von oder Produktion sind ja ausgenommen von dem E-Wärme-Gesetz, Lagerung, Montage, Produktion und Fertigung. Und wenn jetzt da im Gebäude ein kleines Büro dranhängt und die Produktionsfläche aber größer ist oder deutlich größer, hier steht jetzt die 50% Regelung wieder, dann sind die auch ausgenommen vom E-Wärme-G. Wir haben jetzt als weiteres Beispiel eine Lagerfläche mit einem mehrgeschossigen Gebäude. Und hier ist diese Bürofläche größer als die Lagerfläche, deshalb greift hier das E-Wärme-Gesetz wieder. Wenn das jetzt zwei separate Gebäude, unabhängige miteinander sind, dann hier für die Halle kein E-Wärme-Gesetz, für den Büroteil greift das E-Wärme-Gesetz dann. Die anteilige Erfüllung mit einer Brauchwasserwärmepumpe, das werde ich auch öfters am Telefon gefragt. Da gibt es zum einen vom Umweltministerium Baden-Württemberg ein 6- oder 7-seitiges PDF, wo man das nachweisen kann. Aber von der Logik her, man tut sich schwer mit so einer Brauchwasserwärmepumpe, da überhaupt einen Erfüllungsgrad hinzubekommen. Wenn ich jetzt in einen Altbau, dessen riesigen Heizbedarf habe, den Brauchwasseranteil vielleicht anteilig irgendwo über eine Brauchwasserwärmepumpe abdecken kann, dann ist von der Logik her, ja, dass man da nicht auf 15% erneuerbare Energien kommt, das müsste eigentlich für jeden Energieberater nachvollziehbar sein. Das ist aber auch, also da gibt es eine Tabelle, die ist dann abhängig vom Transmissionswärmeverlust, wo man das dann einordnen kann. Ich glaube, wenn ich so richtig im Kopf habe, alles was schlechter ist als KfW 70, braucht man sich da eigentlich keinen großen Kopf machen. Dann wäre ich jetzt eigentlich durch mit meinen Themen. War ja fast noch in der Zeit. Jetzt sind da ein paar Fragen gewesen, oder?
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Jürgen. Genau, der Chat ist jetzt ein bisschen voller, deshalb sage ich es mal mündlich. Und zwar, Herr Schmiedle-Missel hat gefragt, besteht eine Nachrüstpflicht für Kellerdecken über Tiefgaragen? Also eine Pflicht, die einzige Pflicht ist ja bei der obersten Geschossdecke und oder das ist ja in der NF geregelt, oberste Geschossdecke und Heizungen, die älter sind als 30 Jahre, mit der Ausnahme Brennwert und selber bewohnt, ein, zwei Wohneinheiten. Aber ansonsten gibt es keine Pflicht. Also wir haben auch sonst nirgends eine Dämmpflicht. Und auch nicht über Tiefgaragen, das war jetzt der Punkt. Nö. Okay. Gut, und die andere Frage von Frau Reinkunz, wie führe ich den Nachweis der 30% Beheizung der Wohnfläche durch? Den Nachweis von der Wohnfläche? Genau, 30% Beheizung der Wohnfläche. Genau, da muss ich den gesamten beheizten, also es zählt nur die beheizte Wohnfläche. Balkone oder sonstiges darf man abziehen oder unbeheizte Nebenräume. Und davon muss ich dann diese 30% da erreichen. Und das ist dann abhängig, ich schaue mal gerade diese Folien, abhängig natürlich dann vom Aufstellort, von der Heizung und welche Räume ich jetzt anrechnen darf. Also wenn ich jetzt in dem Beispiel der Raum, die Heizung oder dieser Ofen geht über zwei Räume, dann darf ich flächenmäßig die zwei Räume ansetzen und sage also, das sind jetzt 50 Quadratmeter. Ich habe 100 insgesamt Wohnfläche, dann hätte ich das Gesetz erfüllt. Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch eine Frage zur Förderung. Die würden wir dann im Nachgang beantworten, Herr Bötticker. Mhm. Ja, genau. Also ich denke, wir sind jetzt soweit durch. Mhm. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen, vielen Dank den Referenten für Ihre Zeit. Wenn es noch irgendwelche Fragen aufkommen, können Sie die gerne im Chat noch schreiben. Vielleicht sind die Referenten auch noch ein bisschen da und wir können das über den Chat dann noch regeln. Dieses Webinar wurde, wie gesagt, mitgeschnitten. Die Folien werden wir online auf unsere Website stellen. Sie bekommen auch in den nächsten Tagen die Teilnahmebestätigung und können uns aber auch gerne alle Referenten kontaktieren. Wir haben das hier auch am Ende nochmal die Kontaktdaten genannt, genau. Ja, also von daher vielen, vielen Dank für das Input, vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen viele gelungene Projekte und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, also dann. Ja. Tschüss. Danke, tschüss.